Ja, vielen Dank, Herr Beer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und hätten Sie eigentlich erwartet, dass hier eine Ministerin Sommer steht, die ja auch im Programm ausgeflaggt ist? Ich muss Frau Sommer kurzfristig entschuldigen, weil sie im Flugzeug nach Tel Aviv im Moment sitzt. Sie wissen, dass Nordrhein-Westfalen eine intensive Partnerschaft mit dem Land Israel und gerade auch im Schulbereich pflegt. Und nun haben sich die Reisedaten leider so verändert, dass sie mit dem Ministerpräsidenten heute Morgen schon ab Frankfurt nach Tel Aviv geflogen ist, was wir ursprünglich nicht so vorhergesehen hatten. Aber ich hoffe, dass ich sie würdig ersetzen kann. Ich freue mich heute, dass Sie so zahlreich gekommen sind zu dieser Veranstaltung, die wir ja gemeinsam mit der Medienberatung NRW und den VDS Bildungsmedien durchführen. Und ich glaube, das Motto dieses Kongresses, Lernen individuell gestalten, Lernkompetenzen, Lernräume, Lernmittel, ist ein höchst aktuelles Thema. Es ist eigentlich das Hauptthema unserer Schule im 21. Jahrhundert, ohne jetzt Herrn Langenscheid, auf den wir, dessen Vortrag wir uns ja freuen, schon vorgreifen zu wollen. Aber ich glaube, das Motto hat sehr eng da etwas mit zu tun, mit seinem Hauptvortrag. Lernen individuell gestalten, das ist eigentlich die Herausforderung für guten Unterricht. Und wir haben im Schulgesetz hier in Nordrhein-Westfalen auch das Recht auf individuelle Förderung ganz an den Anfang des Gesetzes gestellt, als auch als programmatische Herausforderung für unser Schulsystem. Und jedes Kind mitnehmen heißt, dass wir sowohl die schwachen Schüler versuchen, zu Bildungserfolgen zu bekommen. Wir haben immer noch 6,7% Schülerinnen und Schüler Nordrhein-Westfalen, die keinen Abschluss erwerben. Das ist zwar die zweitniedrigste Quote in ganz Deutschland, aber das kann uns trotzdem nicht zufriedenstellen. 6,7% sind immer noch zu viel. Das heißt, wir müssen die schwächeren Schüler dazu bringen, zu besseren Bildungserfolgen. Wir müssen aber auch die Talente in unserem Lande, die durchaus auch Hochbegabte genannt werden können, auch die müssen wir zu besten Leistungen bringen. Und wir brauchen uns auch nicht zu schämen, wenn wir solche Talente haben, sondern von solchen Talenten, von solchen Leistungseliten hängt unser Land ganz maßgeblich ab. Und letztlich dürfen wir den großen Teil unserer Schülerinnen und Schüler, derjenige, der Schwächen, aber auch Stärken hat, nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen viel stärker sehen, dass jedes Kind seine Stärken hat. Jedes auf seinem Platz hat individuelle Stärken und es gilt nicht so sehr auf den Schwächen immer nur zu schauen, auf die Schwächen, sondern auch gerade die Stärken hervorzuheben. Und nun heißt es ja, jedes Kind individuell fördern und Sie sagen mir zu Recht, ja, wie geht das denn? Das ist ja die Standardfrage, vor der wir stehen. Was heißt denn individuell fördern? Und auch darauf kann man, glaube ich, keine Antwort geben. Es gibt keine Standardantwort, es gibt kein Patentrezept, wie fördere ich individuell, sondern weil eben jedes Kind anders ist, weil jede Lerngruppe anders ist, müssen die Zugänge auch individuell sein. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, wenn wir sagen, Lernen soll individualisiert werden. Nun bewegen wir uns zurzeit in einem erheblichen Veränderungsprozess, auch hier im Land. Und wir haben bei uns die Fortbildung, wie Sie ja meist wissen, auch umgestellt. Wir wollen die Fortbildung näher an die Lehrkräfte bringen. Wir haben 54 Kompetenzteams eingerichtet in Nordrhein-Westfalen mit dem bewussten Ziel, dass wir vor Ort mehr Fortbildungsplanung betreiben. Die Kompetenzteams haben diesen Auftrag der Fortbildungsplanung und ich bin auch überzeugt, dass auch wenn es am Anfang jetzt ein wenig ruckelt, wenn es am Anfang sicherlich Eingewöhnungsschwierigkeiten hat, dass diese 54 Kompetenzteams langfristig der richtige Weg sind und auch erfolgreich sein werden. Denn der Gedanke, dass wir näher an die Schulen herankommen mit der Fortbildung und dass wir mehr Fortbildung machen müssen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und nun sind wir natürlich auch direkt bei dem Thema Lernmittel. Ich glaube auch, dass die Lernmittel sich verändern werden in den nächsten Jahren. Sie brauchen geeignete Werkzeuge für ihre Arbeit. Sie brauchen Werkzeuge, die ihre Arbeit erleichtern, etwa bei der Fehlerdiagnose, bei der Ermittlung individueller Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler. Werkzeuge, die sie bei der täglichen Unterrichtsplanung und bei der Konzeption gezielter Fördermaßnahmen entlasten. Ich weiß, dass die Lernmittelverlage hier zum Teil neue Wege gehen und auch die Vorteile der digitalen Medien für die Vorbereitung der Lehrkräfte nutzen. Ich sage ganz bewusst auch die digitalen Medien. Ich glaube, dass unsere Schülerinnen und Schüler einen besonderen Zugang zu digitalen Medien haben. Wir betrachten häufig das Internet
nicht ganz zu Unrecht immer nur von der Gefahrenseite, den übermäßigen Medienkonsum. Die Faszination dieses Mediums Internet auf unsere Schülerinnen und Schüler müssen wir auch positiv nutzen, gerade auch bei der Frage, wie können wir Lernmittel haben, die diese Faszination nutzen. Und dann sage ich Ihnen auch eins, gerade im Zusammenhang mit dem Internet, was mich zusehends umtreibt. Ich weiß nicht, vor 2 Monaten haben Sie vielleicht in den Zeitungen eine kleine Notiz gelesen, dass ein bekannter deutscher Lexikon-Verlag sein Lexikon nicht mehr in Buchform bringt. Es hat festgestellt, es schafft es nicht mehr. Wenn es am letzten Band angekommen ist, dann muss es schon vorne wieder neu anfangen. Unser Wissen verändert sich alle 5 Jahre rasant. Und nicht nur dieser deutsche Verlag hat seine Buchausgabe eingestellt, sondern vorige Woche las ich auch, dass eine berühmte französische Enzyklopädie nur noch online geht. Was heißt das denn, dass diese großen Verlage alles nur noch online machen? Das heißt für mich, dass das Wissen dieser gesamten Welt über das Internet, über einen Internetanschluss erreichbar ist. Und das heißt auch, dass man für Bildung nicht mehr unbedingt Bibliotheken braucht, teure Ausstattungen, sondern man braucht nur noch den Internetzugang. Und diesen Internetzugang, den haben nicht nur deutsche Schülerinnen und Schüler. Dieser Internetzugang ist auf der ganzen Welt mittlerweile. Und das heißt, unser Wissen können Sie viel einfacher als früher auch in Indien, Südostasien, in Polen, in Ungarn und viele andere Aufsteigerländer einfach so erwerben. Und das ist eine Herausforderung auch für uns im deutschen Schulsystem und für unsere Kinder. Denn wir werden unsere Schülerinnen und Schüler immer stärker einem globalen Wettbewerb ausgesetzt sehen. Da werden viele junge Menschen auf der gesamten Welt sich dieses Wissen erwerben übers Internet. Und sie werden bildungsbeflissen sein. Sie werden die Bildung als Möglichkeit des Aufstiegs sehen. Und weil dem so ist, müssen wir unseren Schülerinnen und Schülern sagen, ihr seid später, wenn ihr ins Berufsleben eintretet, in einem globalen Wettbewerb und ihr werdet viele junge Menschen sehen, die diese Chance genutzt haben. Und darauf müssen wir unsere Schülerinnen und Schüler vorbereiten, dass sie in diesen Wettbewerb hineinkommen werden. Und das, glaube ich, ist manchmal bei vielen Diskussionen, wenn wir darüber reden, dass wir Kinder zu stark belasten durch unsere Schule, kommt mir zu kurz. Ich glaube, dass ein leistungsfähiges Schulsystem notwendig ist, um die Zukunft unserer Kinder zu sichern und letztlich um die Zukunft unseres Landes zu sichern. Und nun bin ich andererseits ja auch in dieser Woche ein wenig stolz, das sage ich Ihnen auch, dass wir ja Anfang der Woche so ein kleines Attest bekommen hätten, dass wir in Deutschland und gerade hier auch vor allem in Nordrhein-Westfalen die Lektion nach PISA ein wenig gelernt haben. Es ist schon etwas Besonderes, wenn dieses Bundesland, was wir ja nicht häufig, oder ich habe es noch gar nicht erlebt, dass uns mal gesagt wurde, wir sind im bildungspolitischen Bereich, sind wir ganz an der Spitze. Wir wären, und das stand in dieser Studie, wir hätten ein weit überdurchschnittliches Reform- und Innovationstätigkeit vorgelegt. Und dieses Lob möchte ich ganz bewusst auch an Sie hier weitergeben. Ich glaube, dass wir von Ihnen, gerade von Ihnen als Lehrkräfte, in den letzten 3 Jahren Erhebliches verlangt haben. Wir haben einen Veränderungsprozess hier begonnen, der nicht einfach ist, der gerade Sie auch herausgefordert hat. Wir haben ein Tempo vorgelegt, von dem wir wissen, dass es nicht immer einfach ist, dort mitzukommen. Aber ich glaube auch, wenn es anerkannt wird, dann ist das auch etwas, worüber wir uns freuen können. Wir haben uns das nicht bestellt, wir waren selbst überrascht vor 3 Wochen, als wir so einen Anruf bekamen. Wir wären nicht schlecht bei dieser Studie gewesen und von daher haben wir uns alle sehr darüber gefreut. Aber wir dürfen uns auch auf eine solche Anerkennung nicht ausruhen. Ich glaube, wir haben 3 ganz große Dinge noch vor uns. Wir müssen die eigenverantwortliche Schule stärker ausformulieren. Hier war gestern, gerade hier im Messegelände in Köln, ein Kongress zur eigenverantwortlichen Schule. Sie wissen, wir haben jetzt die Phase, dass wir das Modellprojekt in die Fläche bringen und viele Abschlussveranstaltungen oder Folgeveranstaltungen zur eigenverantwortlichen Schule durchführen. Und der Titel hier in Köln war so ungefähr, Köln geht voran. Das können die jetzt ja auch, wo sie wieder in der ersten Bundesliga sind, sind sie da wieder stolz. Sie gehen auch voran, nicht nur im Fußball, sondern auch im Schulbereich. Aber ich glaube, die eigenverantwortliche Schule, das Denken, schulformübergreifend,
Das ist etwas, was jetzt vor uns steht. Wir müssen den Ganztag weiter ausbauen. Das ist übrigens auch eine Aufgabe für Schulbuchverlage. Wir müssen überlegen, was machen wir im Ganztag, wenn wir immer stärker Ganztag werden. Und wir müssen die Lehrerausbildung reformieren. Und da sind wir auch, glaube ich, dabei, dass wir noch vor der Sommerpause auch die ersten Entwürfe jetzt geben können. Kurzum, Nordrhein-Westfalen im Bildungsbereich darf nicht stehen bleiben. Wir dürfen gerade wegen unseren Zukunftschancen unserer Kinder dürfen wir nicht stehen bleiben. Und ich freue mich, dass heute eben in diesen 50 Workshops, Foren und Vorträgen wir vieles dazu hören werden, wie wir das machen können. Und ich möchte mich vor allem auch bei allen Referenten bedanken, sowohl aus meinem Ministerium, von der Medienberatung, Herr Faukel, und auch von VDS Bildungsmedien und den Verlagen, die hier mitwirken. Und ich hoffe, dass es für Sie viele Anregungen gibt und dass sich der Tag heute hier in Köln für Sie gelohnt hat. Vielen Dank.